war es in den Bandproben? War das Set ein bisschen länger? Aber wahrscheinlich, weil man dazwischen einfach auch immer ein bisschen labert, bis man den nächsten Song startet. Und jetzt gestern die erste Show gespielt. Wir waren bei, weiß ich gar nicht, Stunde 45? Mhm. Stunde 55 dürfen wir, das heißt nur noch 10 Minuten Puffer. Ich weiß nicht genau, ob die Stimme das weiter durchhält, weil die letzten Songs sind schon sehr anstrengend. Aber wir werden jetzt mal versuchen, den nächsten Tag über noch 3 weitere Songs einzubauen. Oh, das ist schon leer. Komm jetzt her. Schon. Das ist für dir nicht gewohnt. Das ist klar. Hallo? Und gleich, du musst es gleich wieder entwerfen. Also. Also, Büffel. Leute, ich habe gestern, das muss man sich irgendwie so ein bisschen wieder vorrufen, dass die Leute draußen, die machen wir echt glücklich. Und das ist ja, natürlich. Ja, und das ist das Wichtigste, Alter. Das ist richtig geil. Wir machen jetzt alles. Super, Leute, ja! Richtig geil. Ja! Ey, Büffel! Ich weiß, sie sagen, so wär's besser für dich. Doch eigentlich ist es gut, wie es ist. Ich seh dir an, wie du deinen Kopf jetzt zerbrichst. Ist schon okay, ey, das musst du doch nicht. Lass sie reden, dass sie reden, ist doch ganz normal. Machen alles nur für uns, nicht für andere. Ich will, dass du nie vergisst. Hör dir zu, nur du weißt, wer du bist. Genau. Aber Porridge ist es dann, wenn du es anrührst. Sagen sie. Also Haferbrei ist eigentlich Porridge. Was Haferbrei ist, ja, das ist bei uns immer Haferschleim. Oder Haferschleim sogar. Ist ja leider nicht so hip wie Porridge. Ja. Ich wollte auch einfach nur diese Haferflocken kaufen. Da gibt es eigentlich am besten. Ja. Und Bio natürlich. Und Glutenfrei müsste es sein. Das ist echt krass, dass man das halt nicht mehr so gewohnt ist. Also die Stimme auch. Und ich merke das so bei der Probe. War es kein Problem, habe ich 2 Shows am Tag gesungen. Aber irgendwie singt man dann doch bei Konzerten ganz anders. Viel lauter, viel energetischer, ich brüll viel mehr rum. Mit den Leuten natürlich, brüll die mal an. Ich brüll die Leute an. Voll lauter! Und das geht echt krank auf die Stimme. Deswegen, Ingwertee, Ingwer essen. Mmh. Wir sind hier in Rosenheim, mit meinem besten Freund, der zu Besuch ist. Verteilen noch ein paar T-Shirts und dann geht's los. Eines T-Shirt! Das ist ein geiles T-Shirt! Ich weiß, sie sagen, so wär's besser für dich, doch eigentlich ist es gut, wie es ist. Mein Mike! Hey, bringt mal Hells mit noch. Oh ja. Was? 2 Helle bringt man mit. Danke. Ich hab Mikrofon vergessen. Ich hab mein Mikrofon noch nie vergessen. Aber ich stand hier richtig bereit. Dann dachte ich mir, was fehlt? Jetzt mal heute richtig Gas geben. Mach richtig Bock heute. War ich noch nicht so, aber jetzt bin ich richtig angezündet. Ja. Also, hey! Was die Menschen nicht wissen, kann sie nicht ruinieren. Was die anderen so sagen, muss dich nicht interessieren. Was die Menschen nicht wissen, können sie es nicht kapieren. Was die zwischen uns vergeht. Oh, das wird nichts. Wieder. Hallo. Was? Junge, richtig am Start. Was wir jetzt machen? Ja, das ist der Off-Day haben. Wir haben heute Off-Day und sind jetzt gerade vom Hotel Mon, einer Post übrigens, kommt alle vorbei. Sind wir jetzt auf dem Weg ins Bar 2. Obwohl, wenn das Video rauskommt, dann wissen wir ja gar nicht. Dann können die uns ja gar nicht mehr besuchen. Scheiße! Komm mal raus.
Was macht eine Band am Aufdrehen? Die Band schläft und guckt Filme. Ich weiß nicht, was die da genau machen, aber wir nicht. So die Crew und die coolen Leute sind am Start, gucken sich die Stadt an und so. Ich nehme V5. Das ist glutenfrei, oder? Also steht mir jetzt nichts anderes da. Ich würde K21, K23, K20 und K12 nehmen, bitte. We are the food bloggers, man. You know what I mean, man? Oh, this is really nice food, man. Wie viele Follower hast du vor der Tour? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ungefähr 100. Ungefähr. Vielleicht 100 maximal. Also ich guck mal, wie viel ich habe. Wie viel hast du jetzt aktuell? Welcher Tag, an welchem Tag sind wir überhaupt gerade? Tag 2. 3. Tag 3? Tag 2? 4. Achso, jetzt vom ganzen, von der ganzen. Also, Tour. Jetzt habe ich. Wo sieht man das? 342. Hm? Was ist das denn jetzt? An Tag? Du hast mehr. Was ist denn jetzt? Abonnenten? Ja. Wie viele Abonnenten hast du? 342. Nein, hast du nicht. Hä? Aber was sind doch hier? Sind wir nicht befreundet oder warum kriege ich das so? Oder mache ich was falsch? Guck mal jetzt. 541. Ey, man braucht in Leipzig keine Maske in Geschäften. Einfach ohne Maske reinlaufen, ohne wieder rauskriegen. Irgendwie strange. Dings, wir dürfen uns ja eh echt nicht infizieren, ne? Stell dir mal vor, weil ich, Idiot, keine schwarzen T-Shirts im Kleiderschrank habe und ich jetzt hier ohne Maske reingehe, ich infiziere mich und die ganze Tour mit 26 Konzerten abgesagt. Stell dir mal vor. Ey, das machen wir nicht. Also Maske an. Ich habe eher erstmal noch Hoodies vielleicht. Das habe ich gar nicht erklärt. Der Grund ist, während des Auftritts, wenn jeder schwarz gekleidet ist, die Band ist schwarz gekleidet, die Techniker sind schwarz gekleidet, kann ich nicht mit so einem weißen Shirt und einem pinken Hoodie oder sowas rumlaufen und alle Augen auf mich ziehen. Oh. Denn der Star ist Vincent und nicht ich. Nicht ich. Deswegen brauche ich schwarz. Also zwei Shirts reicht für die nächsten zwei Wochen. Einmal. So, das ist gut, machst du das? Schnucki? Die Scheibe, lass den doch! Wir sind in Leipzig. Herzlich willkommen in Leipzig. Unser erstes Picknickkonzert. Wir haben sonst mal Strandkorbkonzerte gehabt. Jetzt ist es das erste Mal, dass die Leute auf Decken sitzen oder stehen werden und die Bühne niedriger ist. Das heißt, heute wird das erste Mal sein, dass man auch nicht die ganzen Strandkörbe sieht, sondern wirklich nur Menschen wahrscheinlich. Ich glaube, es wird ganz, ganz noch ein Stückchen mehr aussehen wie ein richtiges Konzert, glaube ich. Also es wird spannend. Und jetzt machen wir Sport. Ich glaube, ich gehe einfach eine Runde laufen, mache so ein bisschen Freeletics. Irgendwas für den Körper. Ja. Die ganze Hütte, Alter. Warte mal richtig, heute kannst du mal richtig Gas geben. Jo! Hör mal, ja! Jo! Jo! Jo. Jo. Die Augen, Leute, ja? Jo! Hey! Fünfe! Es ist so schön, kann es selber kommen, möchte dein Sehen nicht noch bleiben in meiner Welt. Ich will nicht zurück, weil's mir da nicht gefällt. Also weck mich nicht auf und lass mich hier liegen. Bitte weck mich nicht auf. Bleib einfach hier liegen. Ja. Ist so ungewohnt, so im komplett Hellen zu spielen und im Hellen noch aufzuhören. Das war so, ich dachte die ganze Zeit, wann wird es ja nicht dunkel? Aber wir haben ja viel früher angefangen. Aber so sieht es geil aus, ne? Ja. Aber gut. Stimme lässt langsam echt, ey. Das ist echt viertes Konzert erst, ey. Klingt wie Paul. Gar nicht. Aber süß, oder? Süß. Ja, wie Paul. Das reicht denn mit dir? Oh, 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 oh. Es geht wieder los. The Daily Routine. Und wo sind wir heute? Wir sind in Augsburg.
Wir sitzen in Augsburg, tollster Sonnenschein, 30 Grad, die Frisur sitzt. Keine Ahnung, ich wollte fragen. Das Wetter macht es heute auch nicht besser. Nee, das Wetter macht es richtig. Ich bin gerade beim Soundcheck zu müde. Guck mal hier im Lila. Das ist scheiße. Das ist Starkregen. Und hier wird es weniger. Ja. Und hier hört es auf. 21 Uhr. Nico. Bisschen früher wieder. Wäsche das jetzt ab oder was? Nee, abbrechen nicht, nur jetzt erstmal evakuieren, weil das ist ja, hier kommt jetzt Gewitter und. Also wir hatten die erste Unwetterwarnung in Augsburg und es wurden alle evakuiert, das haben wir auch noch nicht. 20 Uhr war Konzertbeginn. Also es ist 10 nach 8. Alle mussten den Stammkörper verlassen, alle in die Halle und jetzt gehen alle wieder raus, werden wieder hingesetzt und ich hoffe, dass es jetzt hält, dass wir spielen dürfen, weil es hat geblitzt und gedonnert und dürfen einfach nicht spielen. Jetzt 20 Minuten, verzögerter Start. Ich bin so heiser. Wer kommt mal wieder nicht zur Potte? Auf wen warten alle? Er ist zu spät. Hey Leute, wir spielen jetzt in Augsburg nach der Evakuierung wieder zurück. Ab auf die Bühne. Wir freuen uns auf eine geile Show. Bis gleich. Ja, schöne Show. Ich wünsche ja. Mich nicht hält mich am Boden. Also, heute mal richtig Vollgas. Gestern war ein bisschen verhalten, finde ich, von allen auf der Bühne. Ja. Heute können wir ein bisschen Gas geben. Heute können wir auch mal. Bühnenoutfit. Ja. Wenn du möchtest, gibt noch ein bisschen Tomatensuppe. Sehr lecker, aber halt Tomatensuppe. Ne? Und ein bisschen Brot und ein bisschen Käse und dergleichen. Schöne Tomatensuppe. Oh, schön, ne? Kettering. Kettering ist immer Reis mit Geschnetzeltes. Ja. Oder? Oder Gulasch mit Nudeln. Oder Tomatensuppe mit nix. Oder Tomatensuppe mit nix. Hau ab. Hau ab. Hau einfach ab. Hast du gerade Hau ab gesagt? Ja, klar. Hau ab. Jungs, ihr müsst spielen jetzt. Ja, ich weiß. Ja, in 35 Minuten. Da brauchen wir dich dazu, dass du es sagst. Ich glaube, das tue ich nur einen Gefallen. Ja, das ist gut. Dass du es nicht verschlaft, weißt du? Das ist sehr gut. Ja. Das könnte man da ein bisschen dran denkt auch. Ja. Du hast die Bühne, ne? Da vorne. Wo? Da vorne. Ah. Ja. Also wir müssen dann hier runter und dann noch die Bühne. Bis gleich dann, ne? Bis gleich dann. Flo? Wo sind wir heute? In Cham. Cham. In Cham. Heute spielen wir in Cham, meine Damen und Herren. In Cham? Ja. In Cham. Wie? In Cham. Mhm.
Wie heißt denn? Das heißt wirklich Calm. Naja, aber wie nennen wir es? Jam. In Jam. Hallo! Heute wird alles wie gemalt, Leute. Auf jeden Hallo. Fall. Yo. Hallo! Also, heute in Calm. Ich war noch nie hier. Ich auch nicht. Schöner Name, finde ich. Von dem Ort. Jam. Schöner, ey, so geile Biergärten unten am Fluss. Ja. Da gehen wir nachher noch richtig steil. Gestern war so ein bisschen, erste Hälfte ein bisschen lahm. Wir machen jetzt heute mal die erste Hälfte mal richtig, richtig Gas geben. Bewegen, nicht stiff am Mikrofonständer rumstehen. Also. Hey! Bewegen! Wir sollten sie tragen, ich bin grad nicht in der Lage. Denn wir sitzen in der Sonne, hier in unserem schönen Garten. Ich kann es kaum erwarten, mit meinem Sohn mal was zu starten. Meiner Tochter zu erzählen, deine Mama ist der Wahnsinn. Vielleicht in ein paar Jahren. Bis dahin lass ich dies passieren. Glaub mir, ich kann. Und ich kann es kaum mehr erwarten, mit dir die Schritte zu gehen. Ich kann es kaum mehr erwarten, kann unsere Zukunft schon sehen. Ich kann den Text nicht. Ey, da müsste Musik sein. Und wenn es am schönsten ist. Auf der Hitze! Alle! Hitler, mitsingen. Spiel. Schön die Drumcam. Schön die Drumcam. In mir. Das ist der Grund, dass ich hier immer noch bin. Wer, wenn ich, wir gehen zusammen durch alle Zeit. Was auch passiert, wir beide bleiben. Vielleicht irgendwann. Vielleicht irgendwann. Und vielleicht irgendwann. Vielleicht irgendwann.